und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht's um meine Kaffeemaschine, und zwar der Xprilia Evo. Sie zeigte ja vor einiger Zeit den Fehler E03 an, und wie ich den Fehler gelöst habe, das zeige ich euch hier in dem Video. Also bleibt dran! E03. Ich würde sagen, wir nehmen einmal die Brühkuppe raus aus der Maschine und gucken uns das Ganze mal an. Und ich habe hier festgestellt, dass die Brühkuppe damals geklemmt hat. Man konnte sie nur noch mit Gewalt in die passende Position schieben. Ich habe dann auch im Anschluss hier auch mal Dichtung getauscht. Das ist sehr sinnvoll, wenn die schon verschlissen sind. Läuft auch überall Wasser raus, und das kann man damit beheben. Also erstmal Brühkuppe klemmt, das heißt, die muss zerlegt werden. Und dann wird sie gereinigt. Also man braucht hierfür einen Torx. Schrauben darf man nicht verlieren. Die sind aus Edelstahl, und da müssen auch wieder Edelstahlschrauben rein. Wenn man die verloren hat, dann hat man ein kleines Problem, weil man sich dann Originalschrauben besorgen muss. Da das hier auf diesem Video nicht wirklich erkenntlich ist, wie man die Brühgruppe zerlegt, habe ich euch eine Explosionszeichnung rausgesucht. Die gibt es im Datenblatt. Da kann man auch die ganzen Teile nachbestellen. Und so sieht das aus. Siebe, alles auseinandernehmen, und man kann dann hier die Teile sauber machen, so wie auseinander auch zusammenbauen. Ja, und dann geht's weiter. So, machen wir mal einen Test, ob das nun geklappt hat. Also ich habe die Brühkuppe ja zusammengeschraubt, wieder eingesetzt, alles sauber gemacht. Und ja, gucken wir mal. So, also man konnte jetzt den Fehler E03 beheben, indem man die Brühgruppe sauber macht. Ich habe sie natürlich jetzt auseinandergeschraubt, um auch das Sieb zu reinigen, und das hat auf jeden Fall was gebracht. Ich empfehle natürlich auch den Wartungszyklus, den man hier hat mit der Brühgruppe, diese ganzen Reinigungsprogramme durchzuführen, sonst hat man nachher dieses Problem. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, und in diesem Sinne, lasst es länger leben und schont die Ressourcen.